Sehr, sehr schön, dass Menschen aus unterschiedlichen Nationen und unterschiedlichen Regionen zusammenkommen, über die Zukunft ihrer Branche, über die Landwirtschaft zu reden, aber auch die ländlichen Räume. Und das ist eigentlich meine Pflicht, aber ich mache es auch gerne, hier zu sein. Also dieser deutsch-polnische Bauerntag findet ja nicht das erste Mal statt, sondern so, wenn ich richtig gelesen habe, das sechste Mal. Ich bin der Auffassung, das ist eine gute Sache, weil man Erfahrungen mit dem Nachbar austauschen kann. Und da stellt man doch fest, dass man hier und da viele Gemeinsamkeiten hat. Aber man stellt eben auch fest, dass es noch große Unterschiede gibt. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sich verständigt und versucht, die Gemeinsamkeiten zu finden. Weil am Ende müssen wir, egal ob in Polen die Bauern sind oder hier bei uns die Bauern, wir müssen uns gegenüber Brüssel durchsetzen und dazu müssen wir uns zusammentun. Thema ist ja der integrierte Pflanzenbau und wir wissen ja, dass wir gerade in der heutigen Zeit in einem Wandel stehen, wie richtet sich die Landwirtschaft zukünftig aus? Und für mich ist es schon wichtig zu hören, welche Möglichkeiten haben wir heute, um erstmal mit dem, was wir haben, vernünftig umzugehen. Das nächste, dass wir auch Kosten sparen, aber auch die Auflagen, die wir aus Brüssel bekommen, was Düngebilanz, Pflanzenschutzmitteleinsatz anbetrifft, dass wir die auch entsprechend umsetzen können. Tego, co się dzieje obecnie i na temat wspólnej polityki rolnej. Die Interessen der Landwirte in ganz Europa sind ähnlich oder gleich. Deswegen bin ich hierher gekommen, um an diesem Erfahrungsaustausch teilzunehmen, etwas Neues erfahren und auch von den Erfahrungen, von Kenntnissen anderer Landwirten etwas kennenlernen. Die Veranstaltung gibt also die politischen Rahmenbedingungen werden erläutert, aber auch wissenschaftliche und fachliche Beiträge finden hier Einklang. Also es ist eine gute Mischung aus diesen Sachen. Hier, um meine Marktscheune oder die Scheune direkt zu vermarkten, gerade mit Produzenten auch ins Gespräch zu kommen oder den Kontakt zu knüpfen. Das Resultat der Farmtrader Verwendungen. Ja, also eins ist schon mal interessant und das haben wir gesehen, das sind die unterschiedlichen Auswertungen, die die deutsche und polnische Seite gegenüber den Verhandlungsergebnissen der EU macht.
där vi i grunden som lantbrukare har samma intresse, men politiken utformas på olika sätt. Vi har ja als Landwirte im Grunde die gleiche Interesse, die gleichen Interessen, und dennoch wird durch die Politik ja das eine oder andere verschieden dargestellt. Wenn man innerhalb einer Grenzregion wohnt, lebt, arbeitet und wirtschaftet, dass wir diese Beziehung auch ausbauen. Wir hoffen, dass es irgendwann mal auch eine richtig freundschaftliche Beziehung auch unter einzelnen Landwirten wird. Zurzeit ist es einfach wichtig, wir sind alle Teile der EU-Agrarpolitik und da ist es schon ziemlich wichtig, dass wir sagen können, wir arbeiten gerne zusammen, auch emotional zusammen. Für die Zukunft habe ich viele Ideen. Erstmal ist es wichtig, glaube ich, dass man die Wissenschaft mit einbezieht und Landwirtschaftspolitik nicht aus dem Bauch heraus macht. Es gibt, glaube ich, heute zu viele, die in der Landwirtschaft mitreden, aber wenig von dem verstehen, was wir machen. Deshalb muss man auf die Wissenschaft zurückgreifen und einen Prozess des Wandels, den können wir nicht von heute auf morgen erreichen, dass wir ständig daran arbeiten, dass wir uns auf Dinge neu einstellen müssen. Damit, glaube ich, kommen wir als Landwirte ganz gut klar. Und wir als Landwirte haben auch gelernt, mit dem Wetter umzugehen, aber mit der Politik haben wir manchmal unsere Schwierigkeiten. Und das soll heute auch einer der Diskussionspunkte sein, welche Politik erwartet uns in den nächsten Jahren. Thank you.